A79, wir sollen den Realteil, den Imaginärteil, die konjugiert komplexe Zahl und den Betrag einer komplexen Zahl bestimmen. Klären wir erstmal allgemein, was ist das? Wir haben eine komplexe Zahl, die ist allgemein x plus iy. Das i hatten wir schon gesehen, ist die Wurzel aus minus 1 und i Quadrat ist minus 1. Wir haben jetzt die gaußsche Zahlenebene, wo wir hier den Imaginärteil abtragen und hier den Realteil. Wenn ich eine Zahl x plus iy habe, dann kann ich die zum Beispiel so eintragen, unter der Voraussetzung, dass das hier x ist und das hier y ist. Wir haben also eine sogenannte gaußsche Zahlenebene, ist einfach eine Ebene, wo nach rechts der Realteil abgetragen wird und nach oben der Imaginärteil. Der Realteil ist jetzt eine Funktion. Und wenn ich den Realteil von x plus iy nehme, dann filtert der mir gerade den Realteil raus und lässt den Imaginärteil weg und ich bekomme x raus. Der Imaginärteil ist der entgegengesetzte Filter und ich bekomme das y raus, aber ohne das i. Ich bekomme also sowohl als Realteil als auch Imaginärteil immer nur eine reelle Zahl raus, die einmal nach rechts und einmal nach oben die Entfernung des entsprechenden Punktes anzeigt. Also das sind reelle Filter, die filtern mir den Realteil raus und den Imaginärteil raus und bilden das auf eine reelle Zahl ab. Ja, das z quer ist dann die konjugiert komplexe Zahl x minus iy und das ist einfach die Zahl, die ich hier unten habe. Das hier unten ist also z quer und das nennt man konjugiert komplexe Zahl. Ist z zum Beispiel im Nenner und ich erweitere mit z quer, dann passiert so einiges und dann fliegen die i's weg. So, der Betrag war das letzte. Z-Betrag ist einfach der Radius und das ist die Länge von dem Pfeil und nach Pythagoras ist das x² plus y². Ja, nach diesem Rüstzeug können wir uns jetzt ranwagen. Die erste Zahl, der Realteil von z ist also gleich 2 und den Imaginärteil von z gibt es nicht. Das z konjugiert ist genauso 2 wie die Zahl z, denn ich muss ja keinen Imaginärteil umdrehen. Ja, und der Betrag von z ist die Wurzel aus x² plus y². Y gibt es nicht, also kommt 2 raus. Wir können das auch darstellen in der komplexen Ebene. Sind wir einfach hier. Das hier bei 2, hier ist Imaginärteil und hier ist der Realteil. Das ist jetzt also die Aufgabe 79a. Wir haben es also noch in der gaußschen Zahlenebene dargestellt und befinden uns hier.